Ihr hört eine Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Viel Spaß mit De Schorsch. Ich tau mir jetzt als Avos auf die Schnut mache, wenn ich euch kaufe gehe. Man soll ja dabei jetzt eine Maske aufhocken. Und ab Montag muss man das sogar, wenn man am Ende nicht vor die Tür geschickt werden will. Ich mach das ja schon die ganze Zeit. Erstens, weil man halt all ein bisschen mitschaffen müssen, wenn der Virus-Chrom da nicht ewig dauern soll. Und zweitens hab ich mich auch ein bisschen gefragt, dass ich mir mein altes Palästinenser-Tuch einmal wieder um den Kopf wickeln hab können, ohne dass mich alle Leute für einen Dappschädel halten dann. Seit der Woche hab ich jetzt so eine richtige Maske für über die Nase und die Gusch. Damit bin ich ins Ort zum Einkaufen geschlappt. Und wer beinahe nicht bis sie gekommen, weil der Hannes, der Simpel, ums Hohe die Polizei gerufen hat, weil er gemeint hat, es wäre ein maskierter Schlawiner in der Gasse unterwegs. Dabei hätte er mich ja kennen an meiner Glatz. Beim Einkaufen habe ich dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist mit der Maske, weil ich doch eine Brille brauche da, wenn ich die Schilder lesen will. Die ist aber gleich beschlagen, wie ich die aufgehockt hab. Und dann war ich blind wie ein Molwert im Laden gestanden. Hab mich nicht getraut, mehr ins Gesicht zu langen und bin wieder zu der Dern ausgerannt. Beinahe wär ich noch in die Auslag neu gerumpelt. Aller bin ich erst einmal wieder heim und hab dort in aller Ruhe probiert, wie das geht tut. Mit Brill und Maske. Irgendwie hab ich's dann hingekriegt. Aber einkaufen hab ich halt erst einmal nicht mehr gehen können, weil man die Maske ja erst wäsche und trocknen muss, bevor man sie sich noch einmal aufhockt. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie das geht tut. Und der Hannes, der wird auch nicht mehr verschrecken, wenn er mich einkaufen gehen sieht. Naja, aller dann bleibt gesund, all meine Nonne. Bis zum nächsten Mal. Euer Schorsch. Das war die Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Das war der Schorsch.